Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Overlord-Lore-Video. Ich bin Shergok, ihr nicht, und heute werfen wir einen genaueren Blick darauf, wie die Welt auf eins Ulguns spektakulärsten Zauber reagiert hat. Bevor wir jedoch damit beginnen, sage ich nochmal schnell Dank an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support, sowie Dank an alle Nutzer der YouTube-Thanks-Funktion. Und damit geht es auch schon zum eigentlichen Thema, und wir beginnen mit einer kurzen Zusammenfassung der Ereignisse. Als einst seine spektakulärste Supertiermagie, Yei Shub-Niguroff, gewirkt hatte, verloren 70.000 Soldaten ihr Leben in einem einzigen Augenblick. Sie wurden einem wahrhaftigen Monster geopfert, der Mutter der tausendfachen Brut, einer lovecraftischen Gottheit. Und als Dank dafür schickte diese Mutter 5 Dark Young. Als Zeichen ihrer Dankbarkeit für dieses exzessive Opfer. Etwas, das einst sehr freute. Und diese Dark Young waren wandelnde Festungen, ohne besondere magische Angriffsfähigkeit, auffällige Laserstrahlen oder etwas ähnliches. Doch ihre bloße Größe, Stärke und Angriffskraft machte sie zu einer verheerenden Bedrohung. Die Stampede der süßen Schafe trampelte mehr als 100.000 Männer zu Tode und traumatisierte die Überlebenden, die vom Schlachtfeld flohen, wie panische, aufgescheuchte Kaninchen. Und das Blut auf dem roten Boden der Katzebene einte sich zu Sturzbächen. Und mit diesen Bildern im Kopf werfen wir einen Blick darauf, wie die anderen Nationen der neuen Welt auf diese katastrophale Schlacht reagiert haben. Und die erste Reaktion, auf die ich eingehen möchte, kommt vom Hexerkönigreich und von Eins Ulgon selbst. Denn er gab vor, dass dieser Zauber seine geheime Trumpfkarte war, ein Zauber, den er nur einmal pro Jahrzehnt einsetzen konnte. Quasi seine eigene Version von Megumins Explosion. Er wollte, dass seine angeblichen Einschränkungen auch weithin bekannt werden, um den Namen Eins Ulgon zu schützen, falls andere Spieler, die Eins ja vermutete, die hinter dem Angriff auf Sheltir und auf die große Gruft von Narzag steckten, auf die Idee kommen würden, diesen Zauber selbst zu entfesseln auf eine verbündete Stadt, sodass dann Eins Ulgon und seinem eigenen Reich die Schuld dafür in die Schuhe geschoben wird. Und genau deswegen schuf er im Voraus eine Art Gegenwahrheit, als Prävention, um eine feindliche potenzielle Verwendung seines Zaubers gegen seine eigenen Untertanen vorzubeugen oder in ein komplett anderes Licht zu rücken. Eine sehr kluge Entscheidung. Und nun schauen wir uns die Antithese zu klugen Entscheidungen an. Remedios Custodio. Und wir schauen auf ihre Reaktion, denn sie betrachtete die Dark Young von 1 als bloße, überdimensionierte Schäfchen und fragte sich, was daran überhaupt so besonders sei. Diese Haltung und ihr völliges Unverständnis, wie 1 mit einem einzigen Zauber eine der größten Schlachten der jüngeren Geschichte der neuen Welt für sich entschieden hat, war darüber hinaus für alle um sie herum äußerst ärgerlich und äußerst nervtötend. Was das Kaiserreich von Baarut betrifft, ist die Reaktion von Djörgnev nicht nur gut dokumentiert, sondern auch ausführlich beschrieben worden. Djörgnev wollte mit Hilfe des mächtigsten Zaubers von 1 die wahre Stärke des untoten Königs demonstrieren. Doch sein Plan scheiterte brillant. Er hatte der Welt wirklich die Macht des Hexerkönigs gezeigt, aber diese war viel stärker als erwartet. Und als 1 eines seiner geliebten Schäfchen zu ihm rief, gerieten seine eigenen Legionen, die Soldaten Baruts, nicht nur in Panik, sondern sie verloren viele hundert Mann in der darauffolgenden eigenen Stampede. Dieser panische Rückzug führte auch zu einem intensiven Bittschreiben seiner Soldaten, niemals, wirklich niemals, einen Konflikt mit dem Hexerkönigreich zu beginnen, sowie zu zahlreichen sofortigen Austrittserklärungen aus dem Heer. Das schockierte den Kaiser und erschütterte ihn bis ins Mark. Dennoch ist es ihm hoch anzurechnen, dass Djörgnev nicht einfach aufgab, sondern seinen Kampf verzweifelt fortsetzte. Was die Stadtstaatenallianz von Karnassus betrifft, hatten sie nur die Information aus zweiter Hand. Und auch sie waren nicht sonderlich darüber beeindruckt, dass eine Armee von Riesenschafen die Armee von Rheas Tees vollständig zerstört hatte. Es klang für sie einfach lächerlich. Daher unterschätzten sie die wahre Macht von Eins Ulgon. Und sie verurteilten Djörgnev und sein Kaiserreich heftig dafür, dem Einfluss des Hexerkönigreiches zu erliegen. Karnassus hielt stand
und profitierte sogar indirekt von der Unterwerfung Baruts, indem sie das mächtige Abenteurerteam der Silberfadenvögel in ihrem Land aufnahmen. Dies stärkte das belagerte Stadtstaatenbündnis erheblich, da sie nun noch mit einer militärischen Bedrohung aus dem Osten konfrontiert worden sind, gegen die ein adamantitrangiges Team auch dringend gebraucht wurde. Was Arkland betrifft, ist keine Reaktion bekannt, aber wir können davon ausgehen, dass Platinum verstanden hat, wie gefährlich dieser mächtige Zauber von Ainzulgon ist. Schließlich hat er erst kürzlich gegen Sheltir Bloodfallen gekämpft und musste seine Rüstung zurückziehen. Es war für ihn einfach unerträglich, dass nun ein weiterer Spieler in der neuen Welt scheinbar unkontrolliert seine Macht ohne Einschränkung nutzte. Deshalb empfand Platinum es als notwendig, gegen Ainzulgon vorzugehen und griff ihn daher als Riku Aganea an. Dennoch unterschätzte er den Zaubererkönig und basierend darauf, dass man Superteammagie verwenden konnte, sobald man das 70. Level erreicht hat, vermutete Platinum möglicherweise auch, dass Ainz noch in seinen 70ern, also vom Level her, steht und glaubte daher, dass seine Rüstung ausreichen würde, um ihn zu besiegen. Das Drachenkönigreich unter Draudilon begann nun politisch das Hexerkönigreich zu unterstützen und ihn damit Legitimität zu verleihen. Wir wissen auch, dass Draudilon Hilfe erhielt, um sich gegen die Nation der Bestienmenschen zu verteidigen. Von daher sah Draudilon eher die Gelegenheit in dieser Katastrophe als die Katastrophe selbst. Und eine der vermutlich stärksten Reaktionen kam zweifellos von der Theokratie Slain, denn sie erkannten nicht nur die immense Bedrohung durch Ainzulgon aufgrund seiner vielen 100 Death Knights und Solitaire, die er auf das Schlachtfeld auf der Katzebene führte, sondern identifizierten auch korrekt Ainz mächtigsten Zauber als die Magie der Götter oder Superteammagie aus unserer Perspektive. Sie spekulierten auch darüber, ob Sorshana unter dem Deckmantel von Ainzulgon zurückgekehrt sei. Was ihnen aber von Rufus, dem ersten Anhänger Sorshanas, sicher mitgeteilt worden wäre. Die Theokratie erkannte also an, dass Ainzulgon auf derselben Machtstufe wie ihre eigenen Götter steht. Und sie waren daher schockiert, als sie herausfanden, dass sie vielleicht gegen den Overlord kämpfen müssten. Deshalb schickten sie Sesshi in das Elfenkönigreich, um einen Zwei-Fronten-Krieg zu vermeiden, da sie den Elfenkönig ausschalten sollte, um so den Krieg zu beenden. Die Reaktion von Slain war so zweifellos eine der stärksten unter den nicht beteiligten Parteien. Und damit kommen wir zu guter Letzt noch zum Königreich von Reasti selbst. Es wurde militärisch und wirtschaftlich ruiniert und fiel bald daraufhin der Macht von Ainzulgon zum Opfer, dank des brillanten Plans von Philipp. Und solche Gestalten wären ohne den tausendfachen Tod der mächtigen Adeligen dieses Landes niemals auch nur in die Nähe von Macht gekommen. So, und das war's auch schon mit den Reaktionen der neuen Welt auf Ainzulgon vermeintlich stärksten, aber eigentlich nur spektakulärsten Zauber. Und ich sage wie immer Danke fürs Zuschauen, schreibt ganz gerne eure Meinung ab in die Kommentare und wie immer sage ich auch nochmal besonderen Dank an Animangatv.de, Blue Planet 6, Whitebird Best, Philipp, Mr. TNT, Fabian, Caribasas Maske, David André, Hope, Hauer, Nix Morgdir, Sebastian, Dark Phoenix One, Despotanis, Nimasa 1106, Peng der Pirat, Florian Peter, Lordicon 3D, Kitsune, Mr. Funny Guy, Tiva Tiva, Toby CTZ und Cruel Teppes. Danke, Leute. Und damit wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle habt einen wunderbaren Tag.